hallo erstmal zu dem Session, zu der Session. Steht hier Treffen der JUG-Leiter drin. Aber ich möchte jetzt im ersten Teil erstmal darauf eingehen, wie man überhaupt eine JUG gründet. Wer bin ich? Mein Name ist Marc Wiedmann, ich komme aus Bad Camberg, das liegt zwischen Frankfurt und Köln, direkt an der A3. Ich bin selbstständig im Bereich EDV, mache auch ein klein wenig Webdesign, aber ist nicht mein Hauptaufgabengebiet. Projekte innerhalb meiner Joomla-Community sind zum einen in der JUG Hessen, da bin ich seit 2007 tätig. Angefangen haben wir 2006 bis 2010, dann die JUG HIORG, das ist eine ganz schöne Geschichte. Da helfe ich Hilfsorganisationen, ihre Webseiten aufzubauen, zum Beispiel im Feuerwehrverband, DRK, Malteser und so weiter. Das läuft aber eher im Bereich einer Session ab, dass ich dann sage, ich fahre freitagsabends zu dem Verein und wir machen das über ein Wochenende. Ja, dann bin ich in der JUG Fulda seit 2010 bis heute als Sprecher, Mitorganisator für Veranstaltungen, Mitglied hier im Verein, CMS-Garten seit 2011 und in der Frankfurter JUG bin ich auch noch seit 2012. Da war es eine schöne Geschichte, ich bin einen Tag das erste Mal zu spät gekommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Da waren wir im Depot gewesen. Stimmt. Und da habe ich einen falschen Termin bekommen. Es war ein Tag danach, nach eurem Treffen. Genau. So, war beim Projekt der Joomla Relaunch-Seite dabei, bin Volontär seit 2016 in der Marketing-PR-Gruppe, in der JUG-Orga-Gruppe, Automatic Testing Group, CMS-Release-Team, das Hilfe-Video-Team und im Redaktionsteam. So, jetzt wollen wir aber mal zum Thema gehen. Da haben wir dich schon sitzen. Die ganzen Sachen implodiert das Joomla-Universum. Da haben wir jetzt die JUG Köln zum Beispiel. Schönes Bild von dir. Ich gucke jedes Mal drauf und denke, das muss man bei Gelegenheit ändern. Ist doch schön, oder? Das sind ziemlich genau 10 Jahre her. Genau. So, schaut in der JUG, ob es irgendetwas bei euch in der Umgebung gibt. Weil es ist schöner, jemanden sich anzuschließen, wenn es in unmittelbarer Nähe ist, als wenn man sich alleine irgendwo hinsetzen muss und sowas hochstampfen muss. Suche Gleichgesinnte in einschlägigen Foren, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, Forum oder dem Team von Joomla.de. Also wenn ihr eine Gruppe machen wollt, einfach mal uns anschreiben. Wir finden bestimmt noch Ansprechpartner. Was ganz oft verkehrt gemacht wird, ist ein Termin. Viele schreiben ins Forum, wir wollen eine JUG gründen, wer hätte noch Interesse? Ich garantiere euch, daraus wird nichts. Es werden sich 10 Leute melden, es wird aber nie ein Termin stattfinden. Und schreibt rein, ihr wollt ein JUG-Treffen machen, Datum rein, Ort, wo die Veranstaltung stattfinden wird. Ihr werdet vielleicht das erste, zweite Mal alleine da sitzen, aber mit der Zeit wird das dann kommen, dass umso mehr Leute sich treffen. So. Auf joomla.org steht, dass wir erst uns eine Genehmigung einholen müssen. David, ist das immer noch so? Willst du die theoretische oder die praktische Antwort hören? Die theoretische. Die theoretische ist, dass natürlich jede JUG geprüft werden muss. Die praktische Antwort ist aber, ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Anwalt bei der JUG in Dresden vorbeischicken wird, um zu sagen, ihr dürft euch hier nicht treffen. Von daher... Also würde ich jetzt auch nicht empfehlen, einfach starten. Genau. So, hier seht ihr mal eine Übersicht, was wir jetzt aktuell an JUGs haben. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch bei uns hier die JUG Wien zum Beispiel oder die JUG Aach in der Schweiz war das, glaube ich. Und hier oben haben wir noch riesen weiße Flecken, wenn einer aus der Region kommt und sich berufen fühlt, wäre ich froh, wenn dort eine JUG sich finden würde, gerade jetzt hier in diesem Bereich. Der Todesstreifen hat sich schon ein klein wenig verkleinert.
seitdem jetzt hier die Juke Hannover dazugekommen ist, da war bisher auch nichts gewesen. Schade, dass keiner von der Juke Hannover hier ist, ich hätte die gerne mal kennengelernt. Ja, dann nochmal die Informationen. Such dir einen Raum, vereinbare damit dem Wirt einfach, dass ihr den Raum kostenlos kriegt. Viele Wirte wollen einfach Geld für die Räume haben. Ihr tut da trinken, ihr tut essen, dann ist eigentlich damit auch getan. Wichtig ist, ihr dürft keinen von der Veranstaltung ausgrenzen. Das habe ich jetzt aktuell gehabt. Bei uns in Limburg gibt es zwei unterschiedliche Jugendgruppen. Die eine will ja mit anderen nichts zu tun haben, aber in einem kleinen Dorf hat das nichts zu suchen. Entweder man trifft sich zusammen oder es gibt keine Jug. Weil ich kann nicht Leute aussperren, nur weil sie von einer anderen Gruppe sind. Geht nicht. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Wir haben jetzt da bei uns einen, also Jug Augsburg, und der hat jetzt, sage ich mal, zweifelhaften Inhalt auf seiner Webseite. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, wie ist das? Muss man so einen drin lassen oder nicht? Ich an deiner Stelle würde mich fragen, sind die Inhalte, die er da vertritt, vereinbar mit einer bunten internationalen Community, wie sie Joomla ist, mit einem sehr menschlichen und sehr auf ein Miteinander fokussierten Community? Wenn das nicht miteinander vereinbar ist, tschüss. Und wie macht man das? Tschüss. Also das ist eine. Der Inhalt. Gell? Ach so, der hat. Jetzt verstehe ich, wie der Hase läuft. Also, das ist für mich echt eine Frage. Ne? Was machen wir mit dem Burschen da? Gell? Frage: hält er die Gesetze an? Das ist soweit in Ordnung. Das macht er schon. Ja. Also, zumindest, also ich finde, wenn das jetzt nur darum geht, weil das halt nicht jugendfreier Inhalt ist, ist meine persönliche Meinung. Jetzt würde ich den jetzt nicht ausschließen, weil. Ich würde zwar ihm sagen, okay, komm, ich bin zwar nicht damit einverstanden, was du da machst, und ich würde auch versuchen, ihn namentlich nicht in der JUK irgendwie zu erwähnen, also auf der Webseite oder so. Wenn vom Gesetz ja alles soweit in Ordnung ist, ist meine persönliche Meinung kein Ausschließungspunkt für mich. Inwieweit repräsentiert er euch denn? Bitte? Inwieweit repräsentiert er euch? Repräsentieren so jetzt. Gar nicht. Das heißt, es ist auch über seine Privatangelegenheit. Ich finde, weißt du, wenn er Input mitbringt, genau. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Da muss auch vielleicht eine Insellösung schaffen, dass man seine Seite jetzt nicht unbedingt in der Gaststätte auf die Leinwand wirft. Das machen wir nicht. Genau, aber ansonsten. Also wir haben bei uns jemanden, der auch in dem Bereich ist. Der kann dir auch Input geben. Der das Thema so umkämpft. Also da kannst du, der war ein absoluter SEO-Profi und der hat dich jedes Mal mit dem Thema zuballern können. Du konntest echt immer praktische Infos mitnehmen. Also das ist schon. Profitieren tun wir sehr wenig davon. Also es ist eigentlich so, dass wir da mehr ihm helfen müssen. Und ich habe nicht mal Lust, ihn selten anzuschauen. Ja, das kannst du ja sagen. Ja, das ist dein persönliches Recht. Du musst dich ja nicht damit befassen. Also du musst ihm ja keinen Support geben. Das finde ich auch plausibel zu sagen, dass der Inhalt der Seiten es nicht hergibt, es auf einer öffentlichen Plattform wie einer JUK zu diskutieren. Das sollte klar sein. Okay. Also zumindest das. Also, du kannst nicht gezwungen werden, irgendwelche Seiten, die dir nicht gefallen, anzugucken. Ganz klar. Und das würde ich auch kommentieren. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall in der JUK Camberg, dass aus dem Nachbarkreis jemand kam, den Leuten Support gegeben hat und nach 4 Wochen hat er Rechnungen verschickt. Für Supportleistungen innerhalb der JUK. Das geht ganz und gar nicht, den habe ich direkt gefeuert. Wir hatten in Köln mal einen Hobby-Webmaster, wir haben in Köln eine rechtsextreme Partei, und er hat irgendwie so ein Bezirksverbandswebsite gemacht. Er war auch nur einmal da, ich weiß gar nicht wieso. Ja, am Ende des Tages, du hast völlige Narrenfreiheit. Wenn du denkst, dass es
dass es dem Gruppengefüge schadet und dass es den Betrieb so einer Jux stört, zieht die entsprechenden Konsequenzen. Lass sie in Zukunft dran gehen. Genau. Ist es schon mal. So, machen wir mal weiter. Ein Name der Jux sollte natürlich, bei dir ist es jetzt so, Rhein-Main, sollte keine Region beschreiben, sollte immer einen Ort beschreiben. So ist in den Statuten, ne? Ja, genau. Es sollte nicht so was wie Jux Deutschland sein oder Jux, keine Ahnung, Jux Saarland zum Beispiel wäre völlig in Ordnung, weil es ist ja quasi... Die Familie. Das sehen wir nicht. Das ist dann auch diejenigen, die die Regelung gemacht haben, auch Amerika oder den großen Bereich im Hintergrund. Da hast du, wenn du einen Duke Chicago machst, da hast du einen Bereich, der ist so groß, dass das passt einfach nicht. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber eine Duke Limburg. Dann auf der holländischen Seite, der quasi für den gesamten Bezirk ist und die ist auch geprüft worden. Also das ist inzwischen, wird das auch weniger extrem ausgelegt. Da gab es nur bei Approval eine Zeit lang einige Menschen, die da merkwürdige geografische Vorstellungen hatten. Das, ja, das ist in der Schweiz. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich ein organisiert. Ich weiß. Das heißt dann einige unten drunter. Das sind dann noch so ein paar mehr. Das ist, also ich hatte jetzt auch keine Probleme mit Sauerland. Also. Wenn ich das Ding jetzt nur Juck Günne genannt hätte. Was? Dann habe ich die zwei Teilnehmer, die gäbe dann auch nicht mehr bekommen. Juck Günne. Marc, der Fokus liegt ja auf Frankfurt. Ja. Und Rhein-Main ist ja nur ein Zusatz, um die Mainzer nach Wiesbaden abzuholen, weil die keine haben. Wenn es mal eine Mainzer Juck gibt und eine Wiesbaden, dann ziehen wir Rhein-Main zurück. Dann können die nämlich. Heißt, in mir ist es ja egal, nur. Das ist halt so eine Geschichte. Wir haben ja auch Rhein-Nahe, haben wir ja auch. Ja. Also daher, das ist, ein Ballungsraum, nur in Zukunft sollte man halt schon achten. Also wir haben ja auch den Bereich Juck, Limburg, Weilburg, wäre in dem Moment auch nicht statthaft, weil es nur, dann müsste es Altkreis Limburg nennen. So, ups. Hier sieht man mal solche Veranstaltungen, das waren jetzt Pizza, Bugs and Fun in Frankfurt. Das war das gewisse in ein Depot gewesen, Juck Rhein-Main. Frankfurt Rhein-Main, ne? Jo. Ja. Dann haben wir die Juck Fulda, die machen ein ganz anderes Projekt. Die treffen sich einmal im Jahr zu einem Mini-Joomla-Day, der über 8 Stunden geht. Alexander war jetzt mal da gewesen, hat mal geschaut, das ist eine ganz schöne Geschichte. Könnt ihr das mal ein bisschen mehr kommunizieren, wenn ihr euch da trifft? Weil ich bin hier, die Christine ist hier. Ich bin dabei, ja. Der Marc ist überall dabei. Alles, was Hessen bezieht. Ja, es kam ja ursprünglich aus der Juck Hessen. Koblenz. Das hat sich dann irgendwann verteilt. Also die Juck Hessen war eigentlich eine Zusammensetzung aus allen Leuten, die aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, also der Olaf Köhn, Juck Essen, kommt auch ursprünglich aus der Juck Hessen heraus. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, es ist zu viel Anfahrtszeit. Also wir hatten teilweise Leute, die 4,5 Stunden angefahren, nach Frankfurt gefahren sind. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen verlaufen. Und so ist halt die Juck Fulda entstanden, die Juck Bad Camberg und die anderen Jucks. Also daher, so. Wenn ihr die ersten 2, 3 Treffen habt, hinter euch habt, und dann könnte man mal schauen, was wir machen könnten, dass ihr offiziell Juck eingetragen werdet. Als erstes vielleicht sich mal bei uns hier, joomla.de, melden, beim David oder bei mir. Und im zweiten Schritt sollte man sich wirklich bei joomla.org anmelden. Da ist es leider so, dass es mitunter Monate, wenn nicht auch Jahre dauert, dass man eine Rückmeldung bekommt in dem Moment. Hat da jemand von euch vor kurzem nochmal versucht, eine Juck einzureichen? Ja, also ich habe meine da doch mal da eintragen lassen. Das ging relativ flott. Genau, da hängt nämlich jetzt die folgende Frage dran. Wenn das aktuell jemand tut, gebt mir mal ein Feedback, wenn das nach 4 Wochen noch nicht durch ist. Dann höre ich mal nach, weil das Juck-Team in meinen Tätigkeitsbereich direkt fällt. Erfolgt die Anmeldung? Gibt es
ein Online-Formular. Community.joomla.org und da gibt es eine User-Group-Liste und da kannst du dich eintragen. Also ich glaube, ich habe das auch mal versucht, aber ich bin da glaube ich nicht wirklich vorangekommen. Das hat glaube ich nicht funktioniert. Probier es nochmal und dann melde dich, wenn es nicht hinhaut. Gut. Wenn du Probleme mit dem Formular hast, so kannst du mich auch anfordern. Hier haben wir mal eine Übersicht, europäische JUX, die eingetragen sind, und dann sieht man hier in dem großen Deutschland 13, in dem kleinen Niederlande 15. Also du kannst, Niederlande kannst du doch eigentlich von A nach B innerhalb von einer Stunde fahren. Also ich glaube, da hast du wirklich jeden Tag eine JUX-Sitzung irgendwie. Gut, und irgendwann gibt es dieses schöne Ding, was er dann bitte auf der Homepage brachte. Aber bitte nicht mit dem Logo, oder? Das ist immer noch das offizielle Logo, was auf der Joomla.org-Geschichte. Das ist falsch. Tja, müssen wir mal Elisa Bescheid sagen. Ja. Noch Fragen? Muss ich das einbinden oder darf ich es auch weglassen? Man sieht unten am Text, dass ich registriert bin von der Seite. Ja, wäre schon schön, dass du dann auf joomla.org verlinkst, weil du ja die ganzen Informationen auch hast, ja, innerhalb von dem Ding. Also es wäre schon von Vorteil. Statuten reden wir mal lieber nicht davon. Wir prüfen die Backlinks. Okay. Und das ist unsere, Davids und meine E-Mail-Adresse, wenn noch Fragen sein sollten. Frage ich jetzt speziell zu dem Teil oder auch schon allgemeine Fragen? Allgemeine Fragen. Das ist aber weg. Kannst du dann abschalten.